Liebe Schachfreunde, ich freue mich, euch heute ein Buch vorstellen zu dürfen, auf das ich immer wieder angesprochen werde, nämlich das Buch Schach, aber richtig, die Überwindung des amateurhaften Denkens aus dem Englischen. Dort heißt es The Amateur's Mind von Jeremy Silman. Und was ich in diesem Video machen werde, ich werde das Buch besprechen und meine Meinung dazu abgeben, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde und ob ich es empfehlen würde. Jeremy Silman ist ein internationaler Meister aus den USA und bekannt dafür, Schachbücher für Amateure zu schreiben, hat schon sehr viele Schachbücher herausgegeben und viele dieser Bücher sind auch gut rezensiert. Ich werde das Ganze vorstellen in der App Forward Chess. Und für die, die Forward Chess nicht kennen, Forward Chess ist ein Service, der vor ein paar Jahren gestartet ist, mit der Idee und dem Ziel, Schachbücher zu digitalisieren. Das bedeutet, dass man Schachbücher am Handy und am Tablet und am Computer lesen kann, aber mit dem großen Unterschied nicht wie ein E-Book, das kennen wir, klassisches E-Book, sondern dass man tatsächlich Züge am Brett ausführen kann, während man das Buch liest und nicht immer nur die statischen Diagramme hat. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil ansonsten muss man immer sehr viel sich im Kopf dazu denken, wenn man nur die Diagramme hat in dem Schachbuch. Aber hier kann man selber Züge ausführen, man kann alles nachverfolgen, man kann sogar die Engine hinzuführen. Und insofern finde ich das eine sehr gute Möglichkeit, um Schachbücher zu lesen. Ich werde das hier einmal vorstellen. Wir sind jetzt hier in der App am Computer. Es gibt das Ganze auch am Handy. Da sieht das ein bisschen anders aus, natürlich mit anderem Format, aber es hat alles dieselben Features. Also, hier sind wir vor Chess und fangen wir mal an. Hier rechts sehen wir den Inhalt. Worum geht es in dem Buch? Es sind strategische Themen. Wir haben gestört Gleichgewichte, Läufer gegen Springer, Zentrumskontrolle, Bauernstruktur, Material und so weiter und so fort. Hier verschiedene Themen, die natürlich sehr wichtig sind für das Spielverständnis und wie man an Schach herangeht. Und ich werde jetzt einmal beispielhaft in einem Kapitel zeigen, wie Silman das Ganze aufgebaut hat. Und das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, den ich so noch nicht häufig gesehen habe. Gehen wir mal zu dem wichtigen Thema, an welcher Seite des Brettes soll ich spielen? Ist immer die Frage, soll man jetzt am Königsflügel spielen, am Damenflügel? Wo spiele ich? Und hier kommt nun erst einmal eine Menge Text. Das kann man übrigens auch kleiner machen oder größer. Das ist alles sehr, sehr gut hier einstellbar in der App Forward Chess. Und jedes Kapitel ist so aufgebaut tatsächlich, dass es am Anfang eine Beispielpartie gibt von sehr guten Spielern, die dieses Thema gut behandelt haben. Oder zumindest ein Spieler hat es gut behandelt. Und jetzt sehen wir genau das, was ich meinte. Während man hier die Züge durchgeht, kann man sie am Brett nachverfolgen. Man kann das Brett auch größer machen. Ziehen wir es mal bis hier hin. So, wunderbar. Vielleicht noch ein bisschen größer. Und dann kann man hier die Züge durchgehen. Und ich kann auch andere Züge jetzt selber machen. Ich kann auch die Engine dazu holen hier. So, zack. Das ist schon ziemlich gut. Was haben wir noch? Eröffnung. Okay, Games. Okay, also es gibt so einige Features hier. Aber konzentrieren wir uns mal auf das Wesentliche. So, hier kann man jetzt die Züge durchgehen. Und jetzt gibt es hier eine relevante Stellung, die ich jetzt auch mal aufs Brett hole. Zack. Und hier spielte Marocci mit schwarzen Zug G5. Und das war keine gute Entscheidung. Und jetzt erklärt Simon warum. Und Ajechin fand hier auch die richtige Antwort, Springer D2, um dann im Zentrum dagegen zu stoßen. Und dann ist der schwarze König zu offen, wenn sich das Spiel eröffnet. Und insofern stand dann Weiß besser und hat auch sehr schnell die Partie, glaube ich, gewonnen. Ja, gehen wir mal weiter. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Teil. Also es gibt diese Einleitung, diesen Theorieteil mit auch der Partie. Und jetzt macht es immer etwas sehr Interessantes. Nämlich er hat diese Stellung oder irgendwelche Stellungen, die er ausgewählt hat, hat er gegen seine Schüler gespielt. Also gegen Amateure. Und das sehen wir jetzt beispielsweise hier. Sie spielen dieselbe Stellung, nämlich ab hier. Jetzt spielt Silman mit Schwarz gegen einen Spieler mit 1000. 1000 Elo oder 1000 USCF, die amerikanische Wertung. Und dann hat Silman seine Schüler gebeten, dass sie nach jedem Zug ihre Gedanken äußern, warum sie jetzt diesen oder jenen Zug gespielt haben, was
ihre Ideen sind, was sie denken, was der Gegner fordert und so weiter und so fort. Und dann konnte er darauf eingehen und er hat das alles aufgeschrieben und gibt es hier wieder. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Möglichkeit, weil häufig ist es eigentlich am besten, wenn wir die Gedanken lesen können von unseren Schülern oder ja, wenn es darum geht, sich zu verbessern, dass man wirklich in den Kopf reinschauen kann. Und mehr oder weniger das hat hier Silman getan. Und hier sehen wir es beispielsweise jetzt. Gibt hier der Amateur seine Meinung ab zu der Stellung Schwarz sein schwarzes Feld auf E5, das für Weiß seinen Springer nutzen kann. Das möchte ich schaffen, wenn ich meinen Läufer gegen seinen Springer abtausche, weil ich weiß nicht, ob das gelingt und so weiter und so fort. Und dann gibt Silman dazu seine Meinung ab und kann eben immer sagen, wenn jetzt der Amateur hier etwas komplett falsch gesehen hat. Und ja, so sind die Kapitel jeweils aufgebaut. Genau. Wenn wir jetzt hier durchgehen, dann kommt es wieder vielleicht nochmal zu einem weiteren Beispiel mit einem anderen Amateur, jetzt jemand, der 1700 Wertungszahl hat. Und immer wieder sehen wir hier die Gedanken von dem Amateur und dann auch der Kommentar von Silman. Und das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, so darauf einzugehen. Und ich glaube, dass sich viele dieser Gedanken, die vielleicht verändert werden können, dann offengelegt werden und dass man daraus auch als Leser viel mitnehmen kann. Und ich scrolle jetzt hier einmal durch, um nochmal zu zeigen, was hier. Hier sehen wir jetzt nochmal die Stellung. Ich glaube, es wird auch noch was anderes besprochen. Genau. Hier geht es weiter und hier haben wir jetzt auch noch eine andere Stellung. Und auch Amateure mit verschiedenen Spielstärke-Levels, die hier zu Wort kommen und dann immer wieder die Kommentare von Simon. Also das einmal beispielhaft für ein Kapitel. Und so ist im Prinzip das ganze Buch aufgebaut zu den verschiedenen Themen. Und am Ende gibt es hier Übungsaufgaben. Und jetzt möchte ich ein bisschen darüber sprechen, was mir gut gefallen hat, was mir weniger gut gefallen hat. Zum einen, wie ich schon gesagt habe, ich finde diesen Ansatz sehr interessant, quasi in den Kopf des Schülers reinzuschauen, seine Gedanken zu hören. Und dann da direkt ansetzen zu können. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Und ich glaube, dass viele der Sachen, die hier die Amateure, die hier zu Wort kommen in dem Buch, wiedergeben, dass man sich in vielen von diesen Dingen auch wiederfinden kann und da vielleicht seine eigenen Gedankenmuster und seine eigenen Ideen und Konzepte, die vielleicht verbessert werden können, dass man dort das wiederfindet und dementsprechend auch anpassen kann. Also das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Außerdem gibt es Ratschläge am Ende jedes Kapitels. Hier sehen wir auch einen solchen Ratschlag oder mehrere solche Ratschläge, je nachdem, was davor passiert ist, die das Ganze nochmal zusammenfassen. Auch das finde ich recht gelungen. Und insgesamt, ihr habt es ja gesehen, es gibt unglaublich viel Text. Unglaublich viel Text. Und das finde ich super, weil Schach versteht man vor allem mit Texterklärung, logischerweise nicht unbedingt mit Varianten und da ist wirklich hier der Fokus drauf gelegt, dass es sehr viel Texterklärung sind und dass es einfach bei so einem Thema Strategie, Spielverständnis ist es einfach genau der richtige Weg. Und insgesamt finde ich auch die Auswahl hier der Themen in dem Buch sehr gelungen. Es sind sehr viele wichtige Themen dabei, die einem immer wieder in der Praxis begegnen und das finde ich auch ist gut gemacht. Am Ende des Buches gibt es hier 26 Übungsaufgaben. Das finde ich gut. Aber ich finde, das hätte auch noch besser sein können. Also da kommen wir jetzt auch zum Thema, was ich noch als verbesserungswürdig halten würde bei dem Buch. Nämlich 26 Aufgaben, super. Aber am liebsten wäre es mir gewesen eigentlich, wenn es nach jedem einzelnen Kapitel genau zu dem Thema Übungsaufgaben gegeben hätte. So mache ich es in meiner Schachschule auch. Bei jeder Lektion direkt zu dem Thema Übungsaufgaben dazu, damit man es gelernt direkt verinnerlichen kann oder anwenden kann. Da hätte es meiner Meinung nach noch deutlich mehr Übungsaufgaben geben dürfen. Zum anderen ist mir aufgefallen, manchmal die Sprache, die Formulierung, die Simon wählt, wenn er über die Gedanken von seinen Schülern spricht, sind ein bisschen despektierlich, ein bisschen abwertend teilweise. Und ich finde, da hätte sich Simon ein bisschen anders, ein bisschen respektvoller ausdrücken können. Das sind so zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Aber im Großen und Ganzen würde ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Und das Buch gibt es bei Amazon zu kaufen oder auch, wie gesagt, hier bei Forward Chess.
in dieser App, wo man es on the go hat, also ob man jetzt gerade am Handy ist, ob man am Computer ist. Man kann es überall mitnehmen und dann dort auch lesen und hat eben wirklich dieses, wie ich finde, sehr angenehme Feature, dass man die Züge hier immer durchspielen kann und so auch selber Züge machen kann, jederzeit mit der Engine noch dazu. Und das finde ich beim Lesen von Schachbüchern, finde ich das eine hervorragende Sache. Das ist mein Review zu dem Buch Schach aber richtig von Jeremy Silman. Ich freue mich auf eure Kommentare. Habt ihr es schon gelesen? Kennt ihr es? Werdet ihr es euch jetzt besorgen? Schreibt es mir gerne alles drunter und wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das könnt ihr hier tun, genau hier. Und außerdem könnt ihr auch gerne Mitglied werden, hier unter mir, um meinen Kanal zu supporten, zu unterstützen. Und hier geht's zum nächsten Video und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.